Also klassischerweise soll Software unsere Prozesse so unterstützen, dass wir uns dadurch Zeit ersparen. Zeit im Dienstleistungsunternehmen ist Geld. Also wir haben am Beginn kalkuliert, dass wir uns ungefähr 3 Monate Arbeitszeit ersparen werden. Einfach um die Struktur, die so eine Software in den Betrieb reinbringt. Die Prozesse, die dabei vordefiniert sind, die erlauben einem dann einfach viel strukturierter, viel rascher, eben effizienter zu arbeiten, so wie es eben dienstleistungsmäßig heutzutage erwartet wird. Dann gibt es eben so Dinge wie, dass das Ganze halt mit modernen Formen passiert, E-Mail, Fax, Fax ist eher schon wieder out, aber parallele SMS-Services zum Beispiel einfach laufen hat, dass die Kunden auch immer mit informiert werden, was gerade passiert. Also man ist nicht so, dass man seinen Wunsch beim Hausverwalter abgibt und erledigt er das, sondern man will parallel mit informiert werden, was tut er denn, was hat er denn, wie hat er das erledigt. Also das muss man aber über Software steuern können, weil ich kann nicht jemanden abstellen, der parallel die Leute mit informiert. Das Weitere ist natürlich einfach eine unheimliche Dokumentation der Unterlagen, das heißt bei uns eine nachhaltige Bestandsdatenverwaltung oder auch eine Dokumentation von klassischen eingescannten Dokumenten, was man zum Beispiel mit dem SharePoint-Programm wiederum aus der Microsoft-Familie halt bewerkstelligen kann, und zwar so, dass es wirklich strukturiert und professionell läuft, dass das Ganze auch wieder Zeitersparnis ist. Ne? Und einfach am Ende des Tages muss der moderne Dienstleistungsgedanke in einem Unternehmen als oberstes Ziel stehen als Dienstleister, und das kann ich halt nur mit so einem Programm umsetzen. Also anders geht es fast nicht. Und die quasi Zeitersparnis, die man hat, die kann man natürlich auch in solche Dinge investieren oder auch klassisch ins Unternehmen selbst in Form von Marketingmaßnahmen, die man natürlich auch mit seiner Software viel, viel besser umsetzen kann, weil die Erreichbarkeit, die Steuerung des Marketingmixes mit so einer Software absolut gegeben ist.